Mann hier, der hat eine 1,5-jährige Leidenszeit hinter sich. Kreuzband gerissen, dann im Februar noch einmal am Meniskus operiert werden müssen. Simon Mauerberger ist zurück, hat sich mit der höchsten Startnummer, die im zweiten Lauf vertreten ist, für eben diesen qualifiziert. Startnummer 42. Ja, ich schaue die Verletzungen natürlich auch ein bisschen Zurückhalt in der Startliste. Ich kann sich jetzt hier gerade mit dem Teamkollegen messen. Kopf an Kopf rennen. Jetzt aus einer anderen Perspektive. Anderes Licht auch. Ja, es wird auch zunehmend schattiger. Man sieht es da schon. Ein grosser Vorteil für die ersten Nummern noch. Mit dem Fadenlicht gleich noch. Als wenn es nachher ganz dunkel wird. Wenn es dann um den Sieg geht, hier auf dem Rettenbachgletscher. Aber oft drucken die dann gleich noch ab, wie die jetzt auch. Es bleibt spannend zwischen den zwei. Verliert kontinuierlich, aber eben nicht allzu viel. Simon Mauerberger, eher ein Slalom-Spezialist, in Schladming ja schon auf Rang 5 gefahren, jetzt mit der besseren Zeit im dritten Sektor und damit auch mit der neuen deutlichen Führung.